Die sollte ich aber nicht fahren, das ist mir zum Glück mir auch nicht gelungen. Den ich jetzt noch halten konnte noch, oh mein Gott! Auf den Himmel, und da sind es alle drin, alle anderen, Alter. Wie in einer Bergkette, wie in einem Zug, ey. Ich bin die Lokomotive, der Rest ist der Waggon, ey. Alter, drei Fahrzeuge nebeneinander, das kann das eigentlich gut gehen? Eigentlich nicht. Da ist ein Grosjean dabei. Nein, ich hab nichts gegen Grosjean jetzt, bevor wir in solche Kommentare kommen. Wird mir jetzt einen Schlag gegeben? Ja, das sind ganz klar Trockenbedingungen. Ja, ich habe alles richtig gemacht, ey. Super Renningenieur, der beste Sprungspruch aller Zeiten. Alter, ich kann diesen 200 wirklich aus eigener Kraft nach Hause fahren. Auf Legende! Super, es ist mein Ton ausgefallen, ganz kurz. Also das Headset ist ausgegangen. Ich hoffe, dass er das trotzdem noch jemand den Ton hier aufnimmt. Ich kann mich noch mit Benzin auch noch verteidigen. Also, wenn ich hier keinen Fehler mache, dann sollte dieser zweite Platz drin sein. Das ist natürlich jetzt die Nachricht, die mir das Todesritual bereitet, du Arsch! Ey, ich würde hier so reinschreien in diesem Mikro, ey. Ist das Ganze verfügbar? Ich brauche das. Ich brauche das dringend gleich. Zur Verteidigung, ey. Alter, das ist richtig schlecht. Oh! Meine Erleichterung! Es war ein 44-Runden-Kampf gegen Mercedes, Red Bull, Ferrari und was dann noch alles. Selbst ein Sauber war mal hinter mir. Gegen die habe ich mich alle behauptet. Und ich denke mal, der Toro Rosso, das verspricht dann wirklich Spannung zu werden. Oder ist spannend zu werden. Ja, spannend zu werden, richtig. Oh mein Gott, nochmal, ey. Yeah! Jetzt hat mich ja mitten überholt! In den Monster geht's mit dem starken Regenwald. Oh mein Gott. Oh ja, genau. 100%. Leck mich doch, ey. Boah, Auto, komm rum, ey. Komm rum. Jetzt wollte ich mal in den vierten Gang bleiben und das ist dann der Fehler. Da vorne kuschen sich schon die nächsten. Fast gut, Platz. Der Weber schießt sich fast ab. So, hier muss man ja leider vom Gas gehen wegen dem Gutierrez. Oh, die Kurve, die ist richtig fies. Boah, Alter. Da merke ich jetzt doch den Frontflügel oder was in dem Spiel. Wir sollen 10. oder besser werden, ja. Also, boah, die war ein gut 3 von mir. Na gut, nach dem Training, ja, eigentlich, ja. Ich sollte mir angewöhnen, aus der Box und Gas einfach mal früher runterzubremsen. Das ist mir nämlich nicht das erste Mal passiert jetzt hier, sondern das zweite Mal schon. Man lernt da nicht raus, das ist schlecht. Ha! Ich bin ja schon im ersten Sektor 18. schneller. Da weiß ich nicht, was er da vorhat. Der Grosjean, der macht mal schnell Platz. Nein, den Abflug möchte ich eigentlich vermeiden diesmal. Und das gibt's doch einfach nicht. Was ist denn das für eine Kurve? Das ist, glaube ich, schon mein dritter Austritt in dieser Kurve. Und ich finde es mittlerweile nicht mehr lustig. Alter, das Auto kommt nicht um diese Kurve. Zum Verrecken nicht. Wo will ich denn hin? Oh, jede Menge Platz. Ja, ja, ist logisch, ey. Ist logisch, ist klar, Kollege, ey. Ne, Mann! Immer eine Kurve verhau ich. Ich muss mir das jetzt nicht reden, bis mit diesem Reimsatz starten. Ne? Da könnte ich mir natürlich jetzt selber ins Genick geschossen haben, damit für 3 Positionen. Ganz ehrlich, das geht 100%, also verlasse ich mich mal auf das Team. Dass ich dieses Regenrennen aufnehmen kann. Und ja, wann ist die jetzt Aufnahme her? Schon über eine Woche? Ich habe keine Ahnung und ich sehe, genauso wie der Himmel hier aussieht, schwarz. Oh, und der Weber ist hinter mir. Wo ist Kopf? Der denn auf einmal her? Und der Raikön. Oh, die duellieren sich da alle jetzt hinter mir. Und wieder ist irgendwas hinter mir passiert. Ich habe ja einen riesen Vorsprung. Tja, sagst du so einfach, Herr Renningenieur. Ich bin froh, wenn in Singapur, das ist das nächste Rennen, dann mal kein Regen kommt. Dass wir wirklich mit Trockenrennfahr wieder mal fahren können.
Ja. Das ist eine gute Idee. Okay, dann kommt komplett neuer Funkspruch, den ich noch nie gehört habe. Alter, dass die Schräge nicht abtrocknet, ey! Das gibt mir echt ein Wunder! Aber ich weiß nicht, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn! Und ab ins Kies! Ich werde jetzt Benzin einfach sparen, dann ist es doch jetzt immer einfacher zu fahren. Und in Singapur kann es eigentlich nur trocken bleiben, weil wir dann die 2-Stunden-Grenze rankommen. Sorry, Vettel, das ging leider nicht anders. Komm rum, LKW, ey. Da muss ich die Kupplung... Alter, Coldmaster, das müsste echt entfernen, dieses automatische Abbremsen. Wollte ich nur ganz leicht Gas geben, schon bricht mir das Heck aus. Alter, jetzt fängt auf einmal an, noch mehr auszubrechen. Was ist denn das, ey? Der ist ausgefallen, wer bin interessiert das hier? Ey, ich fass es nicht, ey. Ich freue mich immer noch, wie wo gleich der vierte Regenreifensatz herkommt. Gib mir mal, gib Gas! Ja, ich freue mich immer noch, wo du den Regensatz herholst. Wenn ich da gleich einen frischen neuen sehe, ist das ein Bug. Sorry, das ist wirklich ein Bug. Und das sind Angefahrene. Wieso der neuere Reifen? Das ist der Bug, gibt's jetzt wirklich, dass der neue Reifen echt bekommt und nicht Angefahrene. Also komplettes Regenrennen hier auf Regenreifen. Nicht einmal die sollte man gar nicht auf die Idee kommen, auf Inters zu wechseln, ey. Noch knappe 10 Minuten. Mit diesen Rädern. Das geht doch nicht gut, ey. Hier ist nichts mehr möglich mit den Reifen, die sind tot. Mir hat zum ersten Mal der große Preis in Italien keinen Spaß gemacht, danke. Das ist wirklich so. Man kann es auch ein bisschen übertreiben mit 100% Regenwahrscheinlichkeit. Man kann das Wetter nicht umstellen in der Karriere. Von neu können wir nicht mehr reden. Ich habe nur noch gebraucht. Denn nächstes Mal teile ich mir das besser auf, ey. Wie der gerutscht ist, ey. Hast du das gesehen? Der Hülkenberg rutschen. Rallilalila. Da fährt er schon durch. Den wir nochmal überrunden lassen können, theoretisch. So, dann geht's dann weiter nach Singapur. Da kannst du nur trocken werden. Nur trocken werden. Singapur, 3 neue Emis, bitte. Och Gott, hör mir doch mal auf damit, ey. Ey, ganz ehrlich, nur noch Regen, ey. Komm, wählen wir noch den Rivalen kurz. Sergio Perez, Nico Hülkenberg, Sutil oder... Nein, ich kann nicht Guterres wählen, ja super. Wisst ihr was? No wist, no fun. Ich habe jetzt mich für Nico Hülkenberg als Rivalen entschieden. Jetzt bis zur Information zur Rennen in den Singapur. Starker Regen, leichter Regen. Ich bin verflucht. Oh, die Grafik, Alter, ist die krasse. So hell, so geil. Und trotzdem regnet's. Das ist Dreck. Dass ich das eben noch mal reingeschoben. Schauen wir mal kurz die Wetter. Oh nein, ey. Schade, dass hier der Typ das meistens immer gerne runterschraubt. Schreibe ich schon eine Strafe? Nein, natürlich nicht. Aber das sieht ja richtig nice aus. Aber das Setup funktioniert schon mal und das war der Frontflügel. Aber die Grafik, die ist nicht zu toppen. Sorry, ey. Das ist richtig, richtig geil. Okay, das war jetzt die Verwarnung zu Recht eigentlich mal die erste. Wundert mich eigentlich, dass nicht schon früher eine kam. Die nächste Verwarnung für Abkürzen. Auch hier werden die Hinterräder die meisten belastet werden. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache um 0 Uhr bzw. fast 1 Uhr nachts. Ja, die Kurve war verkackt. Und damit ist die Runde auch wieder verkackt.
Oh, ich wollte gerade sagen, da war jetzt die andere Frontflügelseite dran. Da oben war jetzt ein schönes Feuerwerk zu sehen. Hier muss ich aufpassen, manchmal, wenn mein Computer wieder auf hochgehen auf 60 FPS. Jetzt stimmen meine Bremspunkte wieder gar nicht. Sehr eng genommen. Zu eng, okay. Massenversammlung hier vorne. Der Red Bull weiß nicht so ganz, wo er hin möchte. Meine Güte, nochmal viel zu viel Abkürzung hier. Oh, kein Sprit mehr. Jetzt hab ich keinen Sprit mehr. Jetzt hat der Motor nichts mehr. Ach, da ist mein Teamkollege. Schieb dir den mal bitte rein. Ich würde meinen Motor hier gleich doch ab, ey. Esteban Gutierrez auf der 18. Was fahren wir? 2 Minuten jetzt? 2 Minuten? 1,50 mal Pi mal Daumen. 2 macht 7. Da habe ich noch 6 Minuten. Das ist zu viel. Wir fahren raus. Alles ist bereit. Wenn die Rechnung verstanden, dann schreibt sie in die Kommentare, was ich jetzt ausgerechnet habe. Wenn nicht, ja, der überdenkt mal ein bisschen nach. Ach, der Verbindung zum Spielzeug war so zügig, der braucht er. Ja, wen interessiert's, ne? Ist ja nun unwichtig beim Speichern. Ja, sag ich mal, Kommentar los. So, Frontflügel ran. Warum der Frontflügel 3 Minuten dauert? Im Boxenstopp waren die nur 5 Sekunden länger. 5 Minuten? Ja, ist doch klar. Wie viel habe ich jetzt noch? Alter! Komm rum, ey! Da muss nur einer schneller fahren da hinten als ich. Danke, Bottas. Muss fallen. Hey, Kollege, wo die... Fair nach vorne gearbeitet. Da dränge ich mich jetzt ziemlich in die Lücke rein. Wer schießt mich da ab? Verwarnung wegen Abkürzens, okay. Ich drifte mich hier rein in die Kurve. Und bin vorbei. Boah, Mann, geküsst, aber ich kann mich von irgendwann absetzen. 4 Sekunden Rückstand. Du glaubst also, dass ich den Rosberg wirklich kriegen kann? Das bezweifle ich aber. Die Fahrer da vorne sehe ich auch noch, also die Rennspeed ist auf jeden Fall da. Was mich sehr, sehr freut. Da schreibt mir Gaggerboy irgendeine Nachricht, die ich natürlich nicht lesen kann. Sowas hasse ich grundsätzlich. Boah, am Limit, davon wird gebettelt, davon wird auf jeden Fall jetzt gebettelt. Und da ist jemand neben der Strecke, das ist Rosberg. Den ich jetzt überholt habe. So sollte man nicht in die Boxengasse reinfahren, aber egal. Wofür eine Strafe? Das schaue ich mir aber mal an, ey. So, jetzt ist alles regelkonform. Da fahre ich da jetzt halt ganz langsam rum. Wenn Codemasters das so möchte. Also ich habe da keine Linie überfahren. Die Innenlinie ist doch vollkommen wurscht. Aber ist hier dieser Bug ist aufgetreten, der früher in Japan war. Und die nächste Wand geküsst. Jetzt muss ich aber aufpassen mit der Fahrbahn. Das war die zweite schon. Die zweite hintereinander. Also wenn mitten im Rennen soll es regnen, ich fasse es einfach nicht. Vertreib! Oh! Alter, Rosberg! Rosberg macht einen Fahrfehler mit wenigstens auf 4 Viertel auf der 3. Das heißt, ich stoppe hier an ein Podium. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Wand, ey. Vettel, das war aber hart scharf. Boah! Ja, träumt weiter, ganz ehrlich, ey. Ja, ich muss. Egal wie, ich muss aber jetzt. Ich beiß mir die Zähne aus. Ich komme da nie mit vorbei. Das ist der Fakt leider. Boah. Da hat jetzt nicht viel gefehlt für die Wand. Ist das ein verrücktes Rennen hier? Du bist vermutlich auf den falschen Reifen unterwegs. Intermediates müssten für die aktuellen Streckenbedingungen ideal sein. Dann holen wir uns doch welche. Zu Glück nur Frontflügel. Alter! Im Trocknen? Super. Im Regen? Flop. Alter, komm rum, du LKW. Haben wir jetzt schon wieder Regenbedingungen oder was? Hol dir an der Box Regenreifen. Deine jetzigen Reifen haben nicht genug Grip.
Jetzt würde ich mir am liebsten wünschen, man könnte das einstellen, ob er der Frontflügel wechseln soll oder nicht. Ich bin nämlich für nicht. Weil dann verliere ich jetzt zwei Positionen gleich. Als wenn ich mit einem normalen PKW auf Eis fahre. Oder auf Schnee, das reicht schon als Beispiel. Rutscht mir mein Hinterheck auch wie bekloppt. Du sagst etwas Nachlass, das heißt für mich gar nichts. Was ich aus diesem Tor rauszaubere, das ist unnormal. Safety Car auf der Strecke. So. Können wir jetzt ganz kurz das Rennen passieren, Revue passieren lassen. Jetzt kommt das nächste, das zweite Safety Car in meiner Karriere mittlerweile schon. Also guck mal, das hat da was dran geändert. Warum ich jetzt abgebremst wurde, ist für mich ein Rätsel. Somit hat man mir eigentlich die Chance zunichte gemacht, einen Angriff auf Raikön zu starten. Codemasters, das muss man überarbeiten, ganz klar. Alter, das gibt's nicht, was ist denn hier los?